Ende der Mathematik, liebe Schüler. Es geht heute um die Stochastik, die sogenannte Bayes-Formel. Dazu möchte ich ein Beispiel berechnen. Mit der Bayes-Formel wird sozusagen von der Gegenwart auf die Vergangenheit geschlossen. Das ist ganz wichtig, von der Gegenwart auf die Vergangenheit. Und wir betrachten nun einmal hierzu folgendes Beispiel. In einem Topf oder in einer Urne befinden sich zwei weiße und drei blaue Kugeln. Es werden zwei Ziehungen ohne Zurücklegen durchgeführt. Und wir fragen uns, mit welcher Wahrscheinlichkeit war die erste Kugel weiß, wenn die zweite Kugel weiß ist. Das ist hier unser Topf. Zwei weiße, drei blaue Kugeln. Wir gehen aus von einem Baumdiagramm. Das haben wir hier. Das ist also zweistufig. Wir ziehen eine weiße Kugel, da insgesamt fünf Kugeln darin enthalten sind. Aber zwei weiße ist also die Wahrscheinlichkeit in der ersten Ziehung 2/5. Und in der zweiten Ziehung habe ich dann nur noch 1/4. Wenn ich eine blaue hier ziehe, dann kommen wir auf den Wert 3/4. Bei dem zweiten Pfad haben wir also die blaue mit 3/5. Und wenn ich dann anschließend eine weiße ziehe, dann habe ich nur noch 1/2. Und bei der zweiten blauen habe ich auch 1/2. So, wir wollen das Ganze lösen. Gegeben sind also die Ereignisse A, erste Kugel ist weiß, und B, zweite Kugel ist weiß. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit von A gleich 2/5 und die Wahrscheinlichkeit von B wäre 3/5. Gesucht ist also die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B. Und dazu gibt es die Bayesche Formel, die wir jetzt hier benutzen. Das wäre nämlich Wahrscheinlichkeit von A mal der Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung von A durch B von B. Und das lässt sich aber auch folgendermaßen schreiben, wenn wir hier rübergehen. Die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B wäre B von A mal B von B unter der Bedingung A und dann mal, also durch P von B geschnitten mit A, und dazu wird addiert die Wahrscheinlichkeit von B geschnitten mit nicht A. So, die Werte stehen hier dran. Wir haben P von A ist 2/5 und die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A ist 1/4, also 2/5 mal 1/4. Dann haben wir hier die Durchschnitte der Wahrscheinlichkeiten, die sind auch hier gegeben. Da brauche ich dann nur entlang der Pfade zu gehen, also 2/5 mal 1/4 und 3/5 mal 1/2. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf den Wert von 1/4, also von 0,25. Die Wahrscheinlichkeit beträgt also 25% nach unserer Aufgabe. Wenn die erste Kugel weiß war, dann ist die zweite auch weiß bei einer Wahrscheinlichkeit von 25%. Okay, bis hierhin. Gut.